willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Messi-Team und heute sieht der Plan so aus. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal hier so ein Spielchen machen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir einen Gegner haben. Und dann wird es im Mittagsvideo mal wieder ein Pack-Opening geben. Ja, es wurde sich gewünscht und ich habe mir gedacht, machen wir es einfach mal. Und zwar nicht im normalen Modus, sondern im WM-Modus. Weil einige wollen anscheinend nochmal so ein bisschen, sowas wie Klose, Benzema und sowas sehen. Was wir halt eben noch nicht haben im WM-Modus. Und deswegen werden wir einfach mal ein paar Packs ziehen. Und ja, vielleicht ziehen wir ja endlich mal das, was uns noch fehlt. Ich hoffe es ja mal. Und im Abendvideo... Ja, müssen wir mal gucken, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann nochmal einen Gameplay hier im normalen Foot machen. Müssen wir mal schauen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Morgen, also beziehungsweise an dem Tag, wo ihr das Video jetzt seht, gibt es noch kein Special-Video. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Frauenserie oder so. Ich will jetzt erstmal warten, bis die WM rum ist. Nämlich heute Abend ist sie rum. Heute Abend ist nochmal das Spiel mit Deutschland. Dann werde ich danach den Tag wahrscheinlich nochmal ziemlich tot sein und deswegen werde ich dann wahrscheinlich einen Tag danach wiederum, das wäre dann Dienstag, werde ich dann wahrscheinlich wieder ein Special-Video aufnehmen, das heißt zum Beispiel Frauenserie oder so und das wird dann Mittwoch erscheinen. So ist aktuell der Plan, mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Ja, was ist gestern passiert? Ich habe mir gestern mal so ein kleines Gimmick fürs Zuhause gekauft. Ich habe mir mal einen Apple TV gekauft. Vorher habe ich gedacht, voll Schwachsinn und sowas, brauchst du nicht. Aber ich habe dann mal so ein bisschen im Internet gelesen und ich fand das alles irgendwie schon relativ cool. Ich sag mal so, wäre ich in Deutschland gewesen, hätte ich mir wahrscheinlich, ich glaube das Ding heißt Chromecast oder so geholt. Das heißt, das ist relativ ähnlich wie der Apple TV. Aber so ein Ding gibt's hier nicht. Und deswegen habe ich mir ein Apple TV gekauft für... 3.800 Baht, keine Ahnung, könnt ihr euch kurz bei Google umrechnen lassen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass so 75 Euro sind oder so, geht schon in Ordnung. Und ich muss sagen, das Ding, das lohnt sich definitiv, nicht nur, wenn man Apple-Geräte hat. Ich meine, ich habe jetzt hier auch ein iPad und auch ein iPhone, aber das iPhone habe ich eigentlich nicht genutzt, weil ich nutze eigentlich aktuell noch mein Galaxy S4. Das ist aber gar kein Problem, weil man kann auch ohne Probleme mit dem Galaxy S4 auf den Apple TV streamen. Das heißt, ich kann einfach mit einem Klick, kann ich ein Video, was ich gerade auf dem Handy gucke, kann ich direkt auf den Fernseher packen. Oder wenn ich am iPad bin, kann ich da direkt ein YouTube-Video direkt auf dem Fernseher abspielen lassen. Oder ich kann Musik da abspielen lassen, Fotos, normale Videos oder auch einfach Internetseiten, was weiß ich. Ich kann das alles per Klick und natürlich auch kabellos auf den Fernseher rüber senden. Oder ich kann von meinem Arbeitszimmer, zum Beispiel Kollegen oder so sind hier im Wohnzimmer, wo der Fernseher ist, wo der Apple TV angeschlossen ist und ich sitze hier im Arbeitszimmer, kann ich... ohne Probleme kabellos alles, was ich auf meinem Laptop habe, da auf den Bildschirm schmeißen. Das heißt, keine Ahnung, irgendein Video oder sonst irgendwas. Und das war eigentlich für mich die Hauptfunktion. Man kann da natürlich noch andere Dienste nutzen und all Mögliches. Aber ich habe mir das Ding eigentlich nur geholt für diese Airplay-Funktion. Das heißt, dass ich von allen Geräten, die ich so im Haus habe, das Bild direkt auf den Fernseher schmeißen kann. Und ja, das funktioniert wunderbar, richtig geil. Wir waren am, wann war es, Freitag, vorgestern, genau, waren wir in so einer Surfanlage. Da stelle ich euch vielleicht auch nochmal ein Video hoch, da habe ich nämlich 2, 3 kurze Videos gemacht. Surfanlage, das heißt, das ist direkt am Kata Beach, könnt ihr vielleicht auch mal googeln, also K-A-T-A und dann Beach. Und da ist so eine Surfanlage, das heißt, da surfst du nicht im Meer, sondern diese Surfanlage ist halt direkt am Meer. Aber das ist halt so eine künstliche Anlage. Das heißt, da kannst du, ja, bezahlst du am Anfang wie im Schwimmbad oder sowas und dann kannst du da reingehen. Und dann kannst du halt auf so kleinen Brettern surfen auf so einer, ja, künstlichen Anlage, wo halt sozusagen so ein Wellenerlebnis dargestellt ist. Und das war schon relativ witzig. Und da waren wir am Freitag. Und da habe ich, wie gesagt, auch ein paar Videos aufgenommen. Und gestern Abend kamen ein paar von den Mädels dabei, die auch dabei waren. Und die wollten halt mal die Videos sehen. Normalerweise wären wir dann wahrscheinlich zu meinem Laptop gegangen, hätten sie uns da angeguckt oder wir hätten sie uns noch schlimmer auf der Kamera angeguckt. So konnte ich einfach das kurz an den PC gehen, die Playlist fertig machen in iTunes
und konnte die ganzen Videos einfach direkt auf den Fernseher hauen und die Mädels saßen im Wohnzimmer, haben sich auf dem Fernseher angeschaut. Also es ist wirklich sehr praktisch und ich meine 75 Euro geht auch klar dafür prinzipiell. Ich bin eigentlich so einer, der seine Apple-Produkte immer jailbreakt. Ja, das war, ist, beziehungsweise ist beim Apple TV 3 nicht möglich. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wofür ich den jailbreaken wollen würde. Natürlich, das gibt dir immer mehr Möglichkeiten. Aber das, was ich eigentlich von dem Ding wollte, macht's schon alles. Und deswegen geht das eigentlich vollkommen klar. Ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Schleichwerbung. Nee, aber wollte ich mal drüber erzählen, weil ich habe das Ding gestern gekauft. Und ist wirklich relativ nice. Gefällt mir gut. Vorher, ich habe schon öfter mal was so darüber gelesen, aber ehrlich gesagt habe ich mich nie richtig damit auseinandergesetzt, was man damit so machen kann. Aber jetzt, nicht schlecht das Teil. So, jetzt wollen wir aber hier eigentlich nochmal Gegner finden, aber ihr seht schon, es ist eine Katastrophe, im normalen Foot einen Gegner zu finden. Vor allem, wir sind hier, glaube ich, gerade Halbfinale und ab Halbfinale ist es, glaube ich, so ziemlich unmöglich, unter 10 Minuten oder so einen Gegner zu finden. Wahrscheinlich eher 15 oder 20 Minuten. Deswegen habe ich ab und an mal so ein Einzelspiel eingestreut, weil es geht halt einfach schneller, da einen Gegner zu finden. Ja, ich denke mal, ich suche einen Gegner, hole euch dann wieder rein, weil mit dem Apple TV sind wir jetzt auch durch. Also würde ich sagen, ich hole einen Gegner und hole euch dann wieder rein, also bis gleich. So, da haben wir unseren Gegner. Wir spielen gegen Sanchez International Man of the Match. Dann hätten wir noch Vargas, Mlappa, Shaqiri International Man of the Match, Vidal, Schweinsteiger, Chiellini, Bonucci in Form, nicht Basali, sondern Balzaretti, Abate und Sirigu. Ja, ist ein ganz hübsches Hybrid und ist mal was anderes. Also sind auch so Spieler dabei wie Shaqiri, wie Mlappa, wie Vargas, wie Balzaretti. Sind halt so welche, die du nicht so häufig siehst. Und auch die anderen, wie Sanchez oder so, siehst du jetzt auch nicht so oft. Und ja, sieht auch ganz hübsch aus. Und ja, ich sag jetzt mal, der Gegner wird vielleicht spielen können. Also er kennt sich auf jeden Fall, denke ich mal, ein wenig mit FIFA aus. Mit Chemiesystemen etc. pp. Und dann gucken wir mal, wie er so spielen kann. So, Messi hier als erstes am Ball. Ich hoffe mal, heute Abend wird er nicht oft am Ball sein. Das wäre schon mal wünschenswert. Und da vorne, wenn der Pass nicht so scheiße ist, dann ist Messi da durch. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Ah, der letzte war dann einer zu viel. So, hier hilft uns der Schiri erstmal kurz ein bisschen. Nein, David, ich habe aber noch links gedrückt. Ivan Ezequiel angespielt, gut ist die Sache. Da musst du ja auch nicht den Schweiß abwischen nach 5 Minuten. Kollege, so geht's aber nicht hier. Aber jetzt hier bitte nicht wieder so eine Leckerpartie. Hatten wir ja gestern ja auch mal kurz, so eine Partie, wo es ein paar Minuten geleckt hat und danach ging es wieder wunderbar. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, ganz genau so sollte er kommen. Wir laufen nur leider gegen Ignacio. Aber anscheinend gibt's Abseits. Ja, das hätte er auch ein bisschen früher pfeifen können, ehrlich gesagt. So, hier spielt er uns leider nicht in die Füße. Ja, hab ich mir gedacht, dass er hier über außen gehen möchte. Und deswegen einfach mal unseren lieben... Oh, da hat der Kuhn ein bisschen sehr scheiße platziert. Sehr schön hier von Matuidi nach hinten gearbeitet. So. Da vorne ist auch, glaube ich, kein Abseits. Aber kommt leider nicht durch zu Messi. Ah, schade. War kein Abseits, er hatte die Fahne nicht gehoben. Ui, gefährlich hier von mir. Was ich hier mit Dani Alves mache und dann noch mit Thiago Silva mache. Da kommen wir natürlich niemals hinterher und Mlappa da vorne ganz frei drinne. Ja, das ist natürlich richtig mies von Mlappa. Also meine IV hat sich dazu noch richtig dumm angestellt. So, Ball durchgelassen mit Kuhn. Ja, jetzt fliegen wir glaube ich raus. Ist meistens so, wenn es dann so einen durchgehenden Leck gibt. Naja, ich hoffe mal, es ist wenigstens vom Gegner, weil dann kann ich nochmal neu suchen. Aber das wird hier 100 pro, ja, abbrechen. Und es kommt anscheinend auch vom Gegner, weil wir sind noch drinne. Tut mir leid, ich glaube, das wäre sogar ein gutes Spiel geworden, weil sah bis jetzt schon mal ganz gut aus. 12 Minuten und noch keine Schüsse, das heißt, schlecht waren wir beide nicht im Verteidigen. Also, nicht so schlecht.
So, ich würde sagen, ich suche einen nächsten Gegner und hole euch dann wieder rein. Also bis gleich. So, der nächste Gegner ist am Start. Und ja, ich habe schon gelesen, BPL Gold, war schon klar, was kommt. Und ja, Bitschteke Eto'o vorne, hinter Sam Nasri, links Young, rechts Sterling. Dazu noch David Luiz als ZDM. Boah, das ist ja das ekligste überhaupt. Gegen David Luiz, Vidic, Kompany als Dreierpack da hinten. Und dann noch links Baines und rechts Richards. Boah, das wird mal eklig. So, okay, dann gucken wir mal. Ich hatte das auch schon öfter mal vor, David Luiz einfach ins ZDM zu stellen. Ich meine, ja, mit den richtigen Links müsstest du den, glaube ich, auf 6 Chemie bekommen. Und wir sehen ja im WM-Modus schon, zum Beispiel bei Ronaldo, dass 6 Chemie einfach keine Unterschiede macht. Und ja, deswegen wollte ich das halt auch mal so probieren. Boah, Dani, danke, dass du dann doch nochmal aufstehst. So, ah, ja, och, richtig mies von weiß ich nicht wem. Auf jeden Fall lädt er dem Gegner hier natürlich zum Konter ein. Und, alter Vater, schon wieder richtiges Rumgefehle da hinten in der Abwehr. Und da macht David Luiz Gott sei Dank nicht das 1:0. Ja, da war schon wieder richtiges Rumgefehle da hinten. Erstmal im Mittelfeld tritt der Kerl wieder über den Ball drüber, wie man so kennt. Da vorne. Ja, komm, bring ihn, bring ihn. Der kommt. Was? War doch kein Abseits, oder? Anscheinend schon. Okay. Ja gut, hat er gerade abgedreht gehabt. Uiuiui, hier muss ich mich aber jetzt mal wieder ganz schnell fangen. Ja, hier schon wieder so ein Fail. Was ist los, Jungs? So, David Luiz macht das hier ganz schön. So, spielen wir hier nochmal einen zurück. Abgelegt. Jetzt wird die Mitte ein bisschen sehr eng. Spielen wir nochmal auf die Seite. Messi wollte ich eigentlich den Ball durchlassen, hat aber nicht gemacht, was ich gedrückt habe. Matuidi kann hier nicht gewinnen gegen Eto'o. Anscheinend. So, Bitschteke. Bitschteke will nochmal reinziehen und kriegt hier den Eckball. Boah, läuft irgendwie überhaupt nicht in dem Spiel. Habe ich schon die Taktikeinstellung gemacht. Irgendwie bin ich nicht am Mann dran. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich gucke jetzt mal wegen Taktikeinstellung, aber ich glaube, die hatte ich reingemacht. Naja, machen wir mal hier weiter und gucken mal, ob das mal hier irgendwie ein bisschen auf die Reihe zu bekommen ist. Alter, was ist denn los, Massive? Ganz, ganz komisch. So, müssen wir mal von hinten kommen. Spielt er jetzt auch nochmal nach hinten. Blaise Matuidi kann hier in den Laufweg reinkommen. So, jetzt haben wir das Ding schon mal hier geklärt und Blaise ist da vorne. Ja, nicht durch. Jetzt müssen wir hier nämlich nochmal durchchippen auf den Kuhn. Kuhn! Alter, und dann auch noch Pech. Ja, verdient wäre das jetzt nicht unbedingt gewesen, weil das war unser erster eiskalter Konter. Aber ich meine, muss ja auch mal sein, ne? So, kannst ja nicht jedes Spiel einfach nur dominieren. So, der sollte ja auch nicht hin. Ne, Passgenauigkeit vor allem, ich glaube, ist aktuell das Problem. Die dürfte ziemlich im Arsch sein bei mir aktuell. So, deswegen jetzt mal hier irgendwie ein bisschen an die Eier packen und mal ein bisschen solider spielen. Ja, sehr schön den Ball erobert. So, spielen wir jetzt nochmal kurz. Und jetzt außen durch auf den Blaze. Sehr schön. Und nochmal in die Mitte. Ey, das gibt's nicht. Alter. Kuhn mit der zweiten hundertprozentigen. Extra gegen die Laufrichtung vom Keeper. Da sollte man vielleicht in dieser Situation einfach nicht so schlau denken. Sondern, ja. Oh, fuck. Und David Luiz hier nochmal. Nicht so schlau denken, sondern einfach das machen, was vielleicht schlechter ist. Und nämlich einfach gerade schießen oder so. Das geht vielleicht eher rein. So, nächste Ecke vom Angel. Bringt er wieder ganz gut. David Luiz steht und Tschech ist wieder da. Ich würde sagen, nächste Ecke geben wir mal Messi die Chance. So, Lionel, dann zeig du mal, was du so drauf hast. So, kommt wieder kurz auf den David. Da kommt Lavetz, Alter, und Tschech schon wieder. Ja, okay, jetzt hatten wir dann auch ein paar Chancen, auch wenn natürlich ein paar durch eine Ecke entstanden sind. Aber das ist ja scheißegal. So, hier nochmal den lieben Herrn Messi rangeholt. Nochmal vors Tor gebracht. David, oh, jetzt ist der David auch mal frei, aber bringt das Ding nicht an, Mann. So, Mascherano. Ja, spielen wir hier erst nochmal an die Kante. Ball durchlassen, sehr schön. Kuhn. Kuhn zieht durch, David Luiz geht in die Mitte und nächste Ecke. Alter Vater, jetzt geht's aber runter, also jetzt kommt er nicht mehr von seiner Eckfahne weg hier. So, nächste Flanke und ist schon wieder David Luiz. Krankes Spiel, meine Fresse. Jetzt haben wir irgendwie innerhalb von 10 Minuten
so gut und gerne 6-7 Ecken oder sowas bekommen. Di Maria, wieder kurz, David Lewis. Diesmal kriegt er das Ding aber raus und ich glaube, er kann sogar einen Konter ansetzen. Kann er nämlich. Und wir müssen hier vorne durchlaufen. Es war obvious, dass er diesen Ball spielt. Ja, wir kommen nicht hinterher. Er bringt die lange Flanke auf Bitschteke. Kommt Gott sei Dank nicht durch. Wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn wir jetzt hier in den Konter gelaufen wären. Ui, das war auch ein bisschen gefährlich. So, machen wir mal weiter. Jetzt sind wir gerade in der Druckphase gewesen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausbauen. Angel Di Maria, jetzt mal weiter hier auf den Kuhn und da vorne wieder auf den Lavezzi. Ah, wie er durchgegangen wäre, ich weiß es. Weil Lavezzi einfach so geile Laufwege hat. Beim ersten Versuch war er zwar noch im Abseits, aber Lavezzi hinterläuft die Abwehr immer so genial. Und das wollte ich hier auch wieder nutzen. Und ich glaube, der Kuhn hätte einen schönen Außenrisspass da an Land gebracht. So, das ist hier Eto'o, oder? Ja, und jetzt mal hier schnell nach vorne. Schön, kurz mit dem Kuhn den Kompany aussteigen lassen. Ja, das hat aber ganz gut gemacht hier mit Richards eigentlich. Ja, Ezequiel Lave. Alter, Tschech, du alte Fotze. Was ist mit dir los? Ja, der Tschech, der hat jetzt aber auch seinen Sahnetag. Der holt ja alles raus. Ah, und hier fliegt Thiago Silva, glaube ich, am Ball vorbei. So, Einwurf für den Gegner. Macht euch nach hinten, Bitches. So, oh, da laufe ich ihn hier sehr schlecht an in dieser Situation. So, haben wir. Wollte einfach wieder stupide über die Außenbahn durchrennen. Ja, das versucht er öfter mal. Ich meine, er hat leider Gottes halt auch Leute, womit er mal einen Kopfball versenken kann. Ich meine, Eto'o ist jetzt eigentlich nur 1,80, hat glaube ich auch nicht so geile Kopfballwerte, also jetzt nichts über 80, aber ist irgendwie genauso einer wie Rooney, der trotzdem die Dinger am laufenden Band reinmacht. Wahrscheinlich wegen Positioning oder so, gehe ich mal stark von aus. Und ja, deswegen müssen wir da aufpassen, dass er nicht zu häufig drüber kommt. Hier wieder schön Lavezzi gelaufen. Ah, da wollte ich jetzt nach innen ziehen, aber da hat er uns mit dem Richards vermöbelt. Ja, hier erstmal gestellt. Ja, bringt er das lange Ding auf Benteke. Dani Alves sollte sich eigentlich von der Schnelligkeit natürlich nicht machen lassen. Lässt er sich auch nicht. Aber da wird dann nochmal zugemacht. So, David Lewis legt ihn hier nochmal auf den Arschley. Ja, da lassen wir uns machen hier. Aber er will dann irgendwie auch nicht so ganz flanken. Weiß nicht, wartet vielleicht auf den perfekten Spot. So, passt auf, Gegner, erste Ecke. Oder hat er die zweite? Weiß nicht genau, ich glaube zweite. Oh, fast drinne das Ding. Müssen wir aufpassen, Vidic. Mal gucken, wie hat das stehen. Ich glaube, er ist ganz normal auf ausgeglichen. Vier Leute im 16er sollte ganz normal ausgeglichen sein. Ich meine, steht jetzt auch nicht hinten irgendwie extrem defensiv oder so. Deswegen sieht es mir auch nach ausgeglichen aus. Schön hier den Ball erobert. Und jetzt hier nochmal einen nach vorne weiter auf dem Lionel Messi. Ziehen wir mal. Also Vidic sollten wir abziehen. Ja, ziehen wir hier nochmal rein. Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, oh fuck, Alter. Und da ist noch so ein scheiß Bein von irgendwem dazwischen. So, Di Maria, nächste Ecke. Irgendwie stehen die in der Mitte, aber irgendwie nicht so toll, ich weiß auch nicht. Ich meine, wir kamen zwar schon an ein paar Ecken dran, aber irgendwie platzieren die sich bei Ecken nicht so super. Das habe ich schon besser gesehen. Ja, boah, gerade so noch geklärt von irgendwem von uns, weiß nicht, wer es war. Hier will er durchpacen. David Lewis. Wow. Habe ich eigentlich vorher zum Keeper gespielt. Aber hat er irgendwie nicht so ganz ausgeführt. Ja, das ist jetzt natürlich das Beste, was passieren konnte, dass er da noch am Ball geht und wir Einwurf bekommen. So, schmeiß mal schnell hier rein. Ach, komm. Wie die sich dann immer so anstellen, als ob sie komplett die Anti-Fußballer wären. Können dann noch nicht mal einen Ball, der irgendwie. Ja, ganz. Hier vorne Kuhn. Schade. Sah so aus, als ob er sich an der Kante aufhält. Anscheinend geht es jetzt in die Halbzeit. Ist ein sehr seltsames Spiel gewesen irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube, da muss ich mir erstmal die Statistik angucken. Ich glaube, überlegen waren wir dann schon. Am Anfang haben wir nicht viel gerissen. Aber nachdem wir diesen einen Konter gesetzt haben, den Kuhn einfach verwandeln muss. Na gut, Pfosten ist halt immer sowas. Ja, wir sind auch statistikmäßig vorne. Ist jetzt nicht übertrieben, aber wir sind dann schon vorne. Nachdem wir diesen einen Konter gesetzt haben, waren wir dann, glaube ich, schon überlegen. Vor allem danach hatte Kuhn noch eine 100-prozentige, die er auch nicht reingemacht hat. Hätte ich vielleicht anders machen sollen, nämlich einfach mit Lavezzi erstmal weiter noch aufs Tor ziehen sollen.
und nicht schon zu früh den Pass bringen. So, jetzt geht Angel Di Maria hier über die Seite. Angel Di Maria bringt die Flanke, da hinten kommt irgendwer. Aber der kommt nicht an den Ball. So, Eto'o spielt uns hier in die Füße. Spielen wir erst nochmal kurz. Ach, richtig mies. Ja, dem Young den Ball hier in die Füße gelegt. So, will er hier nochmal ablegen bestimmt, ganz genau. Aber Dani Alves ist das, glaube ich, gewesen, macht das ordentlich. David Luiz steht bereit. Ach, da sollte auch nicht hin. Sollte auf den Kuhn. Jetzt fängt es wieder schön an zu laggen. Keine Ahnung, ist irgendwie in den letzten Tagen komisch, dass es immer mal so Leckphasen gibt. So, jetzt will er wieder seine Flanke bringen. Jetzt kriegt er sie auch zum ersten Mal durch. Ja, er kriegt zum ersten Mal die Flanke in die Mitte. Zum allerersten Mal. Falls ich falsch liege, könnt ihr es mir sagen. Und Eto'o macht direkt den Kopfball zum 1:0. Das ist sowas, was mich ziemlich aufregt. Aber naja, was willst du machen? Er hat halt nicht umsonst den Pace über die Außen gepachtet, weil ich glaube, das ist schon so der Spielmove, den er ja meistens ausführt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich meine, haben wir jetzt auch in dem Spiel gesehen. Er versucht halt wirklich meistens über die Außen zu gehen. Ich meine, er hat halt auch die richtigen Leute dafür in der Mitte. Und deswegen kann man das ja auch gar nicht irgendwie schlecht heißen. Ist halt einfach erfolgsversprechend. So, jetzt geht es hier wieder über die Außen, über Eto'o. Und ja, ich erwarte jetzt auch nicht, dass er reinziehen wird. Macht er natürlich auch nicht. Sondern bringt die Flanke in die Mitte. So. Spielen wir jetzt nochmal kurz an. Und jetzt hier nochmal auf die Angel. Ziehen wir mal durch mit der Angel. Kurzer Alter! Ey, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich habe schon eine halbe Stunde vorher Haken gedrückt. Also einfach den Stick in die Mitte. Weil ich einfach Company aussteigen lassen wollte. Der rennt aber alles weiter geradeaus, der Vogel. Keine Ahnung. So, hier, komm. Ja, wir müssen jetzt pushen. Ist noch früh im Spiel. Deswegen werde ich noch nicht auf sehr offensiv gehen. Aber ich denke mal so, ab der 70. sollte man dann schon auf sehr offensiv schalten. Jetzt will ich erstmal verhindern natürlich, dass ich noch ein Gegentor bekomme. Was natürlich gerade, wenn ich jetzt auf sehr offensiv gehe, gut passieren kann. Oh, fuck, was ist da in der Mitte? Oh, stark von David Luiz. Was natürlich sehr gut passieren kann, wenn ich auf sehr offensiv gehe. Weil dann kommt er natürlich über meine Flügel noch besser durch. So, Kuhn. Kuhn, schön gemacht. Kuhn. Alter, das gibt's nicht. Alter, das gibt's nicht. Und schon wieder Aluminium. Ey. Alter, wir haben aber auch mal Kackenpech in dem Spiel. ich glaube, dritte oder vierte hundertprozentige unsererseits. So, also jetzt nicht unbedingt das Ding vom Kuhn, aber der Nachschuss sitzt normalerweise schon. Auch wenn es ein spitzer Winkel ist, aber ich meine, im echten Leben ist es keine hundertprozentige, aber FIFA meiner Meinung nach schon. So, und da geht wieder der Flankenlauf über Richards. Ja, er will seine Flanke bringen und er darf es auch bringen. Hinten steht Bitschteke. Was soll ich dazu sagen? Er ist ein perfekter Flankenabuser und es läuft halt bei ihm auch. Das muss man halt auch dazu sagen, weil er hat, wir haben in 66 Minuten nur zwei verdammte Flanken zugelassen oder drei waren es. Eben haben wir auch noch eine abgeblockt und er macht halt aus drei Flanken zwei Tore. Und wir haben hingegen auch 400-prozentige oder von mir aus lassen wir es auch auf Dreie und machen halt kein einziges Tor. Naja, was willst du machen? Das ist halt so. Ich glaube, da muss unsere Messi-Bande jetzt mit der ersten Niederlage klarkommen. Weil ich mache mir jetzt nicht so ganz große Hoffnung. So, Sterling geht wieder über außen. Was wird da wohl passieren? Ganz genau die Flanke. Kurzawa kommt nicht hinterher. Sterling darf wieder von der Grundlinie flanken. Ja, für so eine Situation ist der Kurzawa dann vielleicht nicht der allerbeste. Das muss man natürlich sagen, weil Pace hat halt jetzt nicht so viel. So, hier vorne mal durch auf den Blaise Matuidi. Der ist jetzt nicht der allerschnellste und macht auch das Ding nicht rein. Nee, also, Cech holt halt irgendwie alles raus. Ist ziemlich sicher Spieler des Tages. Alles andere würde mich wundern, was der da rausgefischt hat. So, gucken wir mal hier weiter. Ja, können wir jetzt noch nicht gleich abfangen. Jetzt aber mit dem Blaze. Der geht in die Mitte und David Luiz geht irgendwie noch dazwischen. So, Eto'o. Ja, ich stelle jetzt übrigens aktuell auch nicht auf sehr offensiv, weil ich nicht mehr so ganz viele Möglichkeiten sehe hier.
Schöne Tempo-Dribbling von Lavezzi. Oh, und da kriegt er wieder noch irgendeine scheiß Grätsche dazwischen. So. Ja, schön von Matuidi. Hier nochmal einen rübergelegt. Na. So, jetzt nochmal auf sehr offensiv. Lassen wir uns von mir aus nochmal auskontern, aber müssen wir jetzt machen. Vielleicht machen wir jetzt sogar noch hier den Ehrentreffer, den wir eigentlich schon längst hätten machen müssen. Wiede strengt uns hier ab. Spielt uns fast in die Füße. Aber leider nur fast. So, die Jungs arbeiten ganz gut mit dahin. Ich kann den Jungs auch gar nicht so die Vorwürfe machen, außer halt im Abschluss. So, jetzt, oh, ich weiß nicht, wo er den hinbringen wollte. Ich wollte ihn auf unseren Stoßstürmer haben. So, Baines geht über außen. Wissen wir natürlich, was passiert. Nämlich die Flanke. Ganz genau, da kommt sie auch. Hinten kommt Eto'o. So, 83. Minute. Gehen wir mal mit Lavezzi. Oh, ganz da hinten. Mal gucken, ob er den... Ja, er bringt ihn zwar, aber... Ja, dann hat Di Maria aus einem guten Stellungsspiel ein ziemlich beschissenes gemacht, weil er sich dann einfach hinter Baines versteckt hat. Na? Hm. Mal gucken. Noch läuft's, ja. Ich hoffe mal, da gibt es jetzt keinen Disconnect mehr. Nee. Jetzt läuft's auch weiter. Thiago Silva kommt gerade noch so dran. Sterling... Chip das Ding. Ihr seht das. Also, ich denke mal, mir wird sowas immer unterstellt, dass ich den gegnerischen Spielstil irgendwie runtermachen wollen würde. Ich erkläre ihn nur. Und ich glaube, eindeutiger als bei ihm geht's gar nicht, weil er spielt 0,0 durch die Mitte. Er spielt einfach die ganze Zeit nur auf seine schnellen Außen und versucht, außen durchzupacen und dann die Flanke zu bringen. Und das ist halt einfach bei ihm der Fall. Muss man halt so sagen. Ich meine, wir sehen gerade, dass es effektiv ist. Weil er führt hier 2:0 und wird dieses Spiel auch gewinnen. Ob das natürlich jetzt so verdient ist, ist die Frage. Weil ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Aber ich meine, er hat seine Chancen eiskalt genutzt. Das Gute ist halt bei einem Kopfball, da musst du halt eigentlich nichts können. Da musst du halt einfach nur Kreis für drücken. Und das ist halt das Schöne an der Sache. So, jetzt machen wir hier nochmal... Ding mit Messi, dann macht er wenigstens noch einen Ehrentreffer und ja, würde ich sagen, ist dann jetzt die Sache auch gegessen. Ganz genau, jetzt pfeift er ab. Joa, ist ein Spiel, worüber man sich ärgern kann. Muss man sich ein bisschen drüber ärgern sogar. Also, ich weiß ja nicht. Ja, ich hasse es halt, durch zwei Flankentore zu verlieren. Ist das gleiche, wie wenn ich gegen zwei Eckentore verliere. Aber naja, er hat seinen Spielstil. Sein Spielstil ist, wie wir hier sehen können, effektiv. Man muss natürlich sagen, wenn bei uns vielleicht mal die ein oder andere Chance, vielleicht der ein oder andere Pfostenschuss mehr reingeht, dann ist es vielleicht Minimum unentschieden, wahrscheinlich eher noch einen Sieg. Und ganz genau das, was ich wusste, Spieler des Tages, Tschech. Zwar halt so eindeutig, weil was der rausgeholt hat, ich weiß jetzt nicht, wie die Statistik ist, die ist jetzt gar nicht so krass besser als seine. Wir sind zwar besser, aber so krass besser ist sie jetzt nicht. Allerdings muss man halt sich einfach geben, was wir für Chancen hatten. Das waren halt einfach sowas von unglaublich krasse 100%er. Ich glaube, dreimal von Kuhn und einmal von Messi oder so, der von der Seite kam. Und wenn wir davon ja nur die Hälfte von den Toren machen, dann haben wir ja schon gewonnen. Also wenn wir nur 50% der 100%er machen, aber in diesem Spiel wollte einfach mal wieder überhaupt nichts reingehen. Und ja, dann kriegen wir halt einfach im ganzen Spiel, ich glaube, so 3, maximal 4 Flankenläufe vom Gegner müssen wir leider zulassen, weil Kurzawa vor allem auf seiner Seite ein bisschen überfordert war, weil er nicht genug Pace hatte. Dani Alves konnte das ganz gut abwenden, aber Kurzawa war schon ein bisschen am Arsch mit seinem Pace. Und ja, dann kriegen wir insgesamt 3 oder maximal 4 Flankenläufe und davon gehen halt 2 Stück rein. Das ist halt was, wie willst du das verhindern? Das ist so gut wie unmöglich, das zu verhindern. Und deswegen ist es halt jetzt ein Spiel, Gegner hat gewonnen, Chapeau an ihn, aber ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden, weil wie gesagt, wenn die 100% da reingehen, dann schippen wir das Ding, glaube ich, auch. Und somit halt mal ein bisschen Pech gehabt, passiert auch in FIFA. Jetzt wollen wir eher mal versuchen, heute Abend dann wieder das Beste rauszuholen, nämlich wieder einen Sieg einzufahren. So, und jetzt würde ich sagen, übrigens muss ich aber sagen, Gegner hat das natürlich gut gemacht, ne? Also auch wenn er die eine oder andere 100%ige zugelassen hat, er hat trotzdem relativ solide verteidigt mit seinen Jungs.
Und das muss man natürlich auch sagen. Also nicht nur das Schlechte sehen. Und wie gesagt, sein Offensivspiel ist zwar ein bisschen ideenlos, dass er halt nur über die Außen... Was heißt ideenlos? Ich denke mal, das ist eiskalt geplant von ihm. Er weiß einfach, dass es scheiße effektiv ist, Flanken zu bringen. Und vor allem mit so Leuten wie Bitschteke und Eto da vorne drinne. Und er spielt einfach einen sehr effektiven Spielstil. Und ja, kann man es ihm anhängen, anlasten? Ich würde mal sagen, nein. Ich sage ja immer, wenn ich eine Schwachstelle beim Gegner sehe, zum Beispiel, ich sehe, er ist über die Seiten sehr offen, dann bringe ich Flanken. Wenn ich sehe, er ist durch die Mitte sehr offen, dann bringe ich da den Lob. Deswegen kann man ihm das eigentlich nicht ankreiden, dass er halt sozusagen meine Schwachstelle, und die war ganz klar Kurzawa, angreift. Man muss natürlich sagen, ich bin auch der Meinung, hätten wir auf der Seite einen Jordi Alba stehen gehabt, ich glaube, er hätte trotzdem über Flanken gespielt, weil sein Team sieht schon danach aus und auch, ja, wie er halt so gespielt hat. Er hat halt eigentlich nie versucht, irgendwie über die Mitte zu spielen, sondern es ging eigentlich immer über die Pässe, über Außen und dann halt durchrennen Flanken. Deswegen würde ich mal sagen, das ist schon so ein bisschen seine festgefahrene Spielweise. Ich denke mal, damit wird er auch nicht immer Erfolg haben, weil es gibt nämlich einige, die die Außen sehr gut dicht machen. Das war für mich relativ unmöglich mit Kurzawa. Hätte ich vielleicht irgendwie nochmal wechseln sollen. Ihr habt es vielleicht gesehen, mit Dani Alves konnten wir eigentlich noch das meiste abrennen. Aber Kurzawa, wenn der Sterling da einmal vorbei war, dann war Schicht im Schacht. Weil er kommt halt niemals mehr hinterher. Und ja, deswegen war das so. Und ich würde mal sagen, ich beende das Video. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.